Ich wollte ja eigentlich Liths Truppe ein bisschen ausbilden und eventuell dich hier angreifen. Aber dann habe ich bemerkt, dass es Bogenschützen sind. Und vor denen habe ich inzwischen gehörigen Respekt, was den Schaden angeht. Dich hier ist auch nicht wirklich eine Option. Wildschweinspeer. Haben halt viele Trefferpunkte. Brutjäger. Nein, nein. Das lassen wir mal schön. Habe ich hier vorne, kann ich weitermachen. Das sind auch wieder Bogenschützen. Wie viele sind das? Wüstenhexe. Oh. Rasse Man. Verflucht sein. Das ist nur die halbe Wahrheit. Der entsprechende Tag ist nicht das Jubiläum, sondern der Tag. Diese Mädchen werden von den Stimmen zumeist in den Wahnsinn getrieben. Diejenigen, die überleben, fliehen in die weit entfernten und stabilsten Teile der Welt, lassen sich in leblose und heruntergekommene Gegenden nieder, wo die Stimmen kaum noch zu hören sind. Sie können einem leid tun. Aber sie sind nicht sehr gefährlich. Was ist noch alles dabei? Kenne deinen Feind. Ich werde sicher keinen Wolf zähmen. Das wollte ich anfangs mal. Okay. Speichern. Eins vor. Straße bauen. Und weiter. Oh, da hinten ist was. So, ich darf zuerst, ich sollte vielleicht erstmal die Hexe ausschalten, wenn ich kann. Da fliegt der Stab weg. Es sind die kleinen Details. Knurr mich nicht an. Sonst knurr ich zurück. Dem, 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 dem. Messer werfen. Alle auf die kleine Spinne. Oder ist es die große Spinne? Nein, das ist die kleine. So, an den komme ich irgendwie noch nicht dran. Aus welchem Grund auch immer. Aber jetzt dafür umso besser. Gut gemacht. Es ging eigentlich. Zum Glück haben sie eine Einheit ins Visier genommen, die noch ein bisschen HP hatte. Und wieder ein Level Up. Mehr Initiative, das heißt, meine Einheiten können schneller oder vielleicht auch öfter angreifen. Das ist sicher nicht verkehrt. Aber was kann ich sonst noch machen? Ich könnte das hier machen, aber im Moment bin ich noch nicht wirklich auf dem Kampfgeschehen dabei, ich selbst. Das hier wäre auf jeden Fall reizvoll. Dann könnten zum Beispiel einer meiner Bären zweimal angreifen, anstatt dass ich meinen Zug vergeude. Deshalb mache ich das erstmal.
Feuerelementararmee. Oh oh. Ein Ignis. Das ist ein Elemental. Das ist kein Biest, glaube ich. Also es, ich müsste es nicht zähmen können. Feuerspucker. Sehr gefährlich. Und ihr Anführer ist der hier. Ein aus der Hölle beschworener Teufel. Inferno. Da muss ich eventuell mir Sorgen machen. Falls ich angegriffen werde. So. Hier wird gebaut, hier wird gebaut. Sie ist auf dem Rückzug. Und ich gehe jetzt nach vorne. Und finde eine Silberflöte. Da sind hier noch mehr Feuerteufel. Alle Feinde verlieren ihre nächste Runde, außer sie widerstehen. So, dann schaue ich mal, was als nächstes passiert. Wehe dir, Azor, wenn deine wandernde Hand in die Länder des Imperiums von Illetiast greift. Dann werde ich meine wandernde Hand bei mir lassen, bis ich weiß, wie stark ihr seid und wo ihr seid. Und ob ihr diplomatisch angestellt seid. Aber schönes Wanner. Ich mag den Wolf. Orakel Ceresse, ich habe Onkel Ceresse gelesen erstmal. Du musst weder mich noch mein Volk fürchten. Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst. Millennium. Was war das? Ich habe da unten was gesehen. Ach, das war nur das hier, das wieder aufgeploppt ist. Ah, von da unten kommen sie. Die Illetiasten. Verträge? Ich könnte sie provozieren, aber die Truppe da unten ist noch nicht stark genug, um irgendetwas ausrichten zu können. Kriegsführung. Ich würde über etwas anderes. Wie sieht es mit dem Nicht-Angriffspakt aus? Ich kann dafür Geld verlangen, richtig? Ich kann dafür 10 Gold verlangen. Und ich meine, 10 Gold ist im Moment noch eine ganze Menge. Okay. Und ich könnte eigentlich eine Abgabe fordern. Aber ich will nicht riskieren, sie zu verstimmen und feststellen, dass ich mit dem nicht zurechtkomme, was sie mir entgegenschicken. Denn die Truppe hier unten ist schwach. Ziemlich schwach. Dann mache ich hier oben weiter. Einmal Straße. Das überlebe ich doch noch nie im Leben, oder? Sicher nicht mit allen Einheiten. Das ist dann mehr als nur ebenbürtige Gegner. Was mache ich da? Oh, jetzt bin ich nur noch mittel. War ich vorhin nicht noch stark? Interessant. Au, 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 au. Das Ende des Hergon-Weibchens. Ich leide deshalb nicht nur, keine Sorge. Irgendwann musste sie sterben.
Ich will mal schauen, ob ich den Kampf überhaupt gewinnen kann. Denn selbst ich sehe ein, dass man irgendwann auch Verluste akzeptieren kann oder muss, wenn sie nicht zu hoch sind. So, dann kann ich doch mal meinen neuen Skill benutzen. Befehl. Tada! So, was macht der Schönes? Nicht viel. Oh. Ich bekomme Schaden, wenn ich ihn angreife. Weil er so feurig drauf ist. Oh. Leb wohl, Herrgunweibchen. Du hast dich lange und tapfer geschlagen. Aber deine Zeit war gekommen. So, die Spinne hat ein bisschen was abbekommen und ich bin nicht mehr optimal ausgelastet. Nein, ich habe einen Slot frei, das wollte ich sagen. Ist das ein Tier, das ich zähmen kann? Es ist ein Biest. Und es ist gar nicht mal so schlecht. Hat Feuerangriff. Kälteanfällig. Bekommt einen Bonus, mehr Gegenangriffe, Ausweichen, Stürmen. Wenn ich es zähmen kann, ist das nicht so schlecht. Die Truppe gilt als tödlich. Nicht so recht, wie ich finde. Ich werde mich trotzdem erstmal zurückziehen, nachdem ich... Oh Gott... Will ich noch die Truhe hier mitnehmen? Ich habe Angst, dass ich angegriffen werde. Ich probiere es trotzdem mal. Gürtel der Vorausahnung. Plus 20. Ausweichen auf Fernkampf. Magna befahl seinen Bogenschützen zu feuern und es regnete Pfeile so dicht wie das Gras auf einer Wiese. Mit jeder Salve schritt Königin Proserpine weiter voran. Blaues Licht strahlte von ihren Händen und kontrollierte Macht spiegelte sich in ihren Augen wieder. Sehr schön erzählt. Obwohl ihr einer Armee gegenüberstand, traf sie kein einziger Pfeil. Item? Kann ich anlegen, ohne Probleme. Wie viele Sachen kann ich denn anlegen, bitte? Irgendwie ziemlich viele. So, jetzt ist die Frage. Werde ich angegriffen? Und wenn ja, werde ich es überleben? Eine meiner Spinnen ist ja schon mal sehr beschädigt. Erfolg gebaut. Eine Verbesserung gebaut. Sie sind mir sehr weit voraus, die Gegner. Merchantrops Bazar kann nur einmal in der Welt existieren. Das haben die jetzt und sonst niemand. Die Götter müssen verrückt sein. Wenn sie sich mit denen hier... Nein, lass es. Ich werde später noch eine Chance haben, mich mit ihnen zu messen. Im Moment wäre das töricht. Aber ich könnte das Lager besuchen. Oder? Es braucht nur einen Bewegungspunkt. Müsste endlich gehen. Dass ich das Lager noch mitnehme?
Ich weiß nicht einmal, was es macht. Ist das eine Quest? Mal schauen. Ein Händler. Schlangenöl. Aha, Schlangenöl habe ich irgendwo schon mal gelesen. So, ich habe keine Zeit dafür. Ja, die Quest kenne ich schon von vorhin. So. Ah, das ist die Sache mit der Schatzkarte. Kann ich mir leisten. Ist sogar auf dem Rückweg. Praktisch. So, da. Da befindet sie sich. Ich habe jetzt in diesem Abschnitt keine Straße gebaut, weil ich Angst hatte vor den wandernden Feuermonstern. Was soll ich mit Lith machen? Wie soll ich sie stärker bekommen? Ohne Einheiten sinnlos zu verheizen. Das weiß ich noch nicht. Alles hier unten ist so stark. Viel zu stark. So, Creme ist bald fertig. Ich habe keine Bewegung mehr. Also, ihr bleibt wieder da unten, da oben. Glockenturm, Nahrung, Gasthaus. Oh, schön. Schwarzmarkt. Ach ja, Eile, stimmt. Eile gab es auch noch. Damit könnte man die Produktion von Gebäuden, ich weiß nicht, vielleicht auch von Einheiten beschleunigen. Und hier wird es interessant mit der Diplomatie. Stadthalle wäre auch gut. Keine Rush Production. Ah ja, man muss es erst freischalten, damit man es machen kann. Dieses Rush Production. Bergbau. Auch sehr schön, um schneller produzieren zu können. Dann ich denke, ich werde erst mal auf Diplomatie setzen.